Na komm vorweg! Oh! Das ist immer nervt, dann weiß ich auch nicht, ja. Gleich hat's mich erledigt, verdammt! Clown hatte nur so wenig. Ah, direkt weiter. Speichern. Ja, speichern wir mal. Oh, das ärgert mich, dieser dämliche Clown. Ah, ich weiß nicht, wie ich dem so viel Schaden zufügen kann, wenn er auf dem Ding ist. Na, einmal drauf ist, dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich kaum ausweichen, krieg alles mit. Das ist echt nervig. Machen das nochmal. Und diesmal im anderen Outfit. Eigene Einstellungen. Gucken, was wir so kaufen können. Objekte können wir ja keine benutzen. Die sind auch sauteuer. Wir könnten eigentlich eine violette Kugel kaufen. Aber wir können auch mal die Ausrüstung ein bisschen aufbessern. Was haben wir denn für lustige Aktionen hier? Windmill mit Cerberus. Kostet 15.000. Ah, ich habe die Fähigkeit bereits. Das ist gut. Die Gitarre benutze ich irgendwie gar nicht. Haben wir denn noch bei Rebellion irgendwas Lustiges? Ja, Drive benutze ich aber auch nicht. Hm, vielleicht kaufen wir mal Windmill. Ist auch gar nicht so teuer. Wie ein Propeller. Genau. Ausrüstung. Diesmal gehen wir mit Cerberus. Los geht's. Kloppen, kloppen, kloppen. Die Viecher stecken ja auch nichts weg. Oh ja, da war's. Windmill. Schaffst du mit dem Nunchuck keinen Drive-Pad? Also mit dem Cerberus. Wenn man so angeschwört kommt. Ich glaube, Stinger hieß das, genau. Nicht Drive. Oh yeah. Wir gehen direkt in die Hölle. Ich will's wissen. Gucken, was jetzt für ein Scheiß kommt. Die Viecher, das sieht noch relativ einfach aus. Ausgesetzt, ich kann die Viecher mal anvisieren. Ich hätte einmal jetzt den Rücken zukehre und ich bin in so nah, dann habe ich verloren. Machen die schon ordentlichen Schaden. Diese feigen Viecher. Okay. Na komm, macht euch sichtbar. Ich mich erst mit den hier. Und den hier. Ja, ihr habt auf dich geschossen. Okay. Aber schon relativ leicht. Oh, gehen wir nochmal direkt rein? Ich denke ja. Da müssten wir jetzt die Engel haben. Ne, da haben wir die Viecher. Umso besser. Aber ich kann hier nie weg. Oh, doch noch ausgewichen. Jawoll. Oh, die Viecher haben wir auch noch? Wow. Das kann lustig werden. Weg, bevor der wieder rumfuchtelt. Die hier hergestellt werden, stecken nicht so viel weg. Weg, weg, weg. Oh yeah. Oh, da ist wieder einer gespawnt. Das hat schon ein bisschen Teufelsenergie. Voll. Yes. So muss das sein. Ein bisschen was.
Boah, wie viele davon jetzt da sind. Boah, jetzt hat er mich auch noch. Verdammtes Viech, du. Komm mal her. Yep. Okay, das war auch relativ einfach. Diesmal gehen wir hier rein. Da können wir nur Teufelsenergie wieder auffrischen. Oh, die Viecher. Gut, dass ich Cerberus dabei habe. Ja! Von oben. Das ist dreckig. Okay, erbarmungslos. Wir mögen ein echtes. So. Ah. Würde ich sagen, stark, aber so. Weiß ich nicht. Geht einfach nur drauf. Boah, beide gleichzeitig. Oh, ich verliere jetzt zu viel Energie. Oh, da habe ich wieder welche bekommen. Jawohl, wollte gerade rankommen. Verschwindet das Viech einfach. Ja, nie wahr sein. Und der letzte. Na, dann komm mal her. Ich jag dich bis ans Ende der Welt. Okay, das hätten wir auch. Mal wieder auf in die Hölle. 310. Die Viecher. Wow. Direkt geschafft. So muss das sein. Gehen wir direkt nochmal rein. Aber die Viecher. Und weg. Ich liebe Cerberus. Cerberus ist genial. Oh, weg, weg, weg. Scheiße. Einer ist da noch. Jawohl. Ja, mit euch. Oh, da haben wir wieder drei von denen. Und wieder diese unsichtbaren Viecher. Oh, fuck. Meine Teufelsenergie aufspannt für die richtig großen Viecher. Sweet. Okay, sauber. Direkt nochmal hier rein. Den haben wir jetzt. Okay, da haben wir die Engelsviecher wieder. Oh, verdammt. Wenn man nah an denen dran bleibt, dann hat man eigentlich die besseren Chancen, treffen meinen nämlich kaum. Aber die bewegen sich so viel und das nervt. Oh shit. Jau! Naja, ich finde das mit dem Schwert echt effektiver gerade. Wow, der explodiert auch wieder noch. Uah. Die mal abhauen müssen. Ja, in der Luft. Blocken die auch noch so dämlich. Meine Güte. Ein bisschen Teufelsenergie. Woll. Ist auch ein bisschen was kassieren jetzt. Sag ja, wenn man an den dran bleibt, sind die Viecher kein Ding. Ein bisschen mitdrehen, dann passt das schon mal. Ja, voll. Sag ich ja.
Oh, ich werde früher oder später sowieso wieder auf den Clown stoßen und bei dem werde ich verrecken. Der Clown, der nervt nämlich ungemein. Es ist gar nicht gerade, wo ich reingehen soll. Am besten, wir gehen hier rein, frischen unsere Lebensenergie ein bisschen auf, falls da welche ist. Ja. Yep. Oh, nee. Du gehst als erstes drauf. Ah, brauchen wir das Viech. Bevor ich das noch teilt. Oh yeah! Okay, das war ja leicht. Schnell noch die Orbs aufsammeln. Mehr? Nee. Weiß gerade gar nicht, wo ich reingehen soll. Also wir haben die Lebensenergie aufgefrischt. Wie sieht's mit der Teufelsanzeige aus? Auch relativ gut. Und dann gehen wir mal hier rein. Und die Viecher. Okay. Schwert oder Cerberus? Hören wir mit Cerberus rein. Oh shit. Oh. Weg. Okay. Zwei hätten wir. Oh, voll reingejumpt. Ja. Das ist die richtige Strategie. Wow, ich gehe einmal angreifen, dass das Vieh direkt wieder da am Zaubern. Schon wieder. Das ist sauber. Nur zu dir. Yeah. Wunderbar. Ist auch wenig Energie verloren. Geh nochmal hier rein. Oh, da haben wir die jetzt. Ob ich die mit Cerberus auch so knacken kann. Aber ich finde das Schwert gegen die effektiver, gegen diese Hexe. Boah, das hasse ich, wenn das Viech das macht. Jetzt geht das Viech wieder hin und her. Oh, ich bin doch voll ausgewichen. Muss nicht das Vieh in Ruhe lassen, das ist ganz wichtig. Genau, dann ausweichen. Genau so. Oh yeah. Sehr schöne Sache. Dann gehen wir mal wieder hier rein. Oh yeah, der Endgegner. Oh yeah. Schaden und Mass, so muss das sein. Fuck. Oh shit. Ich glaube, hier werde ich verrecken. Ui, mein Raketenwerfer ab. Keine Chance habt ihr dagegen. Oh, gibt mir ja doch noch. Weg. Oh. Na, wo kommt das Viech wieder? Da. Ah, ich finde Cerberus ein bisschen effektiver. Oh, fuck. Jau. Sieht doch relativ gut aus. Raketenwerfer. Aber oh, man kann so schlecht ausweichen. Mal so ein bisschen durch die Luft hüpfen. Okay, da kommt's wieder. Da hinten.